Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Heute scheint die Sonne, gestern hat die Sonne geschienen. Strand war relativ voll. Ich war gestern am Strand spazieren, sogar Jungs und Mädchen mit Bikini, die da wie Beachvolleyball gespielt haben. Es wird aber immer mysteriöser. Es wird wirklich mysteriöser. Erstmal kläre ich euch auf. Es wird ja behauptet, dass auch eine Leiche in Istanbul gefunden wurde. Das konnte ich bis jetzt noch nicht bestätigen. Und in Hatay, da muss ich mich nochmal schlau machen, ob das wirklich so an dem ist, weil ich weiß nur, das Mädchen, wo rausgefunden, identifiziert wurde, die 18-Jährige, dass die ursprünglich in Istanbul lebt, aber hier Antalya, also Region Antalya, studiert hatte. Und ich glaube, da haben manche was verwechselt. Was jetzt mit Hatay ist, weiß ich nicht. Aber gestern wurden ja nochmal zwei neue Leichen gefunden. Ja, also ich habe mir das nicht nur übersetzen lassen, sondern ich habe auch wirklich den Beke gefragt. Ich sage, Beke, guck mal was. Ich stelle euch mal das Foto hier oben rein und ich stelle euch das. Ich habe es extra mit einem Viereck umzugemacht. Es wird geschrieben, also dass die identifiziert wurde. Mann, was für ein Zungenbrecher. Dann wird geschrieben wegen dem Flüchtlingsboot nochmal, wo da war und. Dann kommt aber ein ganz kleiner Abschnitt, da steht dann drinne, dass am 6. Januar wohl ein illegaler Flüchtling, einer von dreien, verschwunden war. Ob sie jetzt alle drei verschwunden waren, konnte man nicht rauslesen. Ja? Aber die eine Leiche, die gefunden wurde, die waren ja schon hier in der Türkei, aber illegal, gehört zu einem davon. So ein ganz kleiner Abschnitt. Ich hänge euch das auch noch mal hinten ran. Ich habe es extra mit Schwarz umzugemacht, weil oben steht, ich habe es mit Google-Übersetzer übersetzen lassen. Oben steht dann so und so, dies und das und Flüchtlingsboot und Wellengang und die Wellen. Und dann steht so ein kleiner Abschnitt von dem Bub, der seit 6. Januar Beke hatte, sagt er, nein, da steht, ich sage, lest doch mal bitte ein bisschen weiter. Oh ja, sagt er, stimmt. Ist für mich mysteriös, ist komisch. Ja, man muss halt abwarten. Haben die Leute, ich habe Freunde, die zum Beispiel auch in Mersin wohnen, da wurde auch schon gesagt, man hat ja richtig Angst, jetzt am Strand zu gehen, beziehungsweise schwimmen zu gehen. Manche Leute, heute sind die Wellen richtig ruhig. Ja, die Leute denken sich, gestern waren auch noch ein paar drin. Zwar nur vorne, aber trotzdem. Manche sind wirklich so hart gesotten und gehen dann ganz rein. Und jetzt stellt euch mal wirklich vor, ihr seid da am Schwimmen, auf einmal berührt euch da irgendwas. Das wäre ja der Horror. Leute, das wäre wirklich der Horror. Also ich finde das alles ein bisschen kurios. Was ich jetzt vielleicht sage, hört sich schlimm an, weil die Leute auf den Booten machen richtig Schlimmes durch. Also, dass man so eine Entscheidung trifft. Dass man ohne Sicherheitswesten und bei hohem Seegang, finde ich richtig, richtig schlimm. Die Leute müssen einiges durchgemacht haben, um das als letzten Weg zu sehen. Jetzt hatte ich mir aber gestern gesagt, jetzt habe ich mir natürlich so gesagt, hört sich jetzt richtig blöde an. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass da nicht noch eine, wo nicht von diesem Boot da ist, gefunden wird, wurde. Man muss wirklich, die geben sich richtig Mühe. Also die geben sich richtig Mühe, das zu untersuchen. Das war ja deren Vermutung. Weil die Schuhe und Kleidung, also diese kurze Hose und die Schuhe, von da stammt, dass das vielleicht so ist. Deren Vermutung. Aber so wie jetzt den einen Bub, das war ein Mann, also Bub, ich sage mal Bub, ne? Der war ja auch schon ein Illegaler hier. Ja. Man muss halt wirklich abwarten. Man muss abwarten, man muss Tee trinken. Und vor allem, wisst ihr, was man vor allem machen sollte? Man sollte mit offenen Augen und Ohren durch die Landschaft gehen, durch die Welt gehen. Man soll immer hinter seinem Rücken gucken. Also ich sage jetzt nur, seid einfach vorsichtig, wenn ihr hier wohnt. Muss ja auch wirklich nicht sein, dass die jetzt von hier, ich meine, man weiß ja, was er, ich habe ja jetzt gestern wieder am Strand gesehen, da wird ein Mist angespült.
ja, wo ich denke, boah, es kann ja wirklich so sein. Und die geben sich hier richtig Mühe, um das alles zu untersuchen, sonst hätten die es auch nicht rausgefunden, dass der eine schon hier in der Türkei war. Die versuchen nicht irgendwie was hier zu verdecken und. Nur lest euch bitte hier im Anschluss nochmal durch, was in den Artikel. Ich habe jetzt nur Bilder gemacht. Geht selber auf Alanya News. Da sind oben, wie gesagt, die drei Striche. Es sind auch in anderen Nachrichten. Jetzt höre ich natürlich, ach, gestern. Ich gucke ja ganz oft in T-Online. Da war das so ein Artikel, habe ich meiner Freundin geschickt und den Kindern geschickt. Da hat sich jemand wohl bei Aldi Nord einen schlechten Scherz erlaubt, nenne ich es jetzt mal, sehr schlechter Scherz. Also ich hätte nichts mehr essen können. Der Mann wollte nur ein paar Einkäufe machen. Ich stand gestern in T-Online und dann kam ihm die Beschriftung so ein bisschen komisch vor. Rouladen hat er gekauft, so eingewickelt jetzt. Ich glaube, noch nicht fertig angebraten, sondern noch roh. Und dann stand da drauf, Menschenfleisch. Ordentlich mit Medikamente versetzt und dies und das und jenes aus Haltung. Forscht mal nach, ob ihr das in T-Online noch findet. Ich fand es richtig gruselig. Ich finde auch, solche Scherze müssen nicht sein. Also das finde ich wirklich untere Gürtellinie, weil ich, wenn ich das in meinen Korb gehabt hätte, ey Leute, ich hätte nichts, ich hätte dort direkt mich übergeben im Geschäft. Alleine der Gedanke gestern, ja, muss nicht sein. Ich weiß auch, der Mann sagte auch, er war total geschockt. Er ist nochmal zurück, ob da noch mehrere, ob das wirklich wahr ist auch. Ja, ich wäre zuerst zur Kasse gegangen und hätte gesagt, ey Leute, guckt euch mal den Mist hier an. Das hätte ich gemacht. So, euch noch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund. Ich halte euch damit auf jeden Fall auf den Laufenden. Es sind noch andere Themen, aber dieses Thema ist aktuell. Ich möchte einfach nur, dass ihr alle auf euch aufpasst. Bis denn, und dieses Mysteriöse, ne, macht mir schon so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und Angst ist nicht gut. Ich meine, hier sind ja noch andere Leute, die vor ganz anderen Sachen auch noch Angst haben. Da hatte ich ein Video gemacht, habe es dann aber nur für mich sichtbar gemacht, weil, ja, ist ja egal. So, alles klar, euch einen schönen Tag. Hinten dran gucken. Daumen hoch, abonnieren, wenn es geht. Eure Katja.